Der Kindergarten St. Johann ist ein Beispiel für einen Kindergarten in Bozen, so wie es viele gibt. Die Mehrheit der Kinder ist nicht deutscher Muttersprache. Christa Messner, die Inspektorin für die deutschen Kindergärten, hat gestern gesagt, wir sollten Sprachausgleichen zuordnen, können es aber nicht. Denn wir wissen nicht ausreichend Bescheid über die sprachlichen Kenntnisse der Kinder und über die Deutschkenntnisse genauso nicht. Auch über jene der Familie nicht. Wir ordnen nicht Sprachausgleichen zu. Wir wissen nicht ausreichend Bescheid über die sprachlichen Kompetenzen der Kinder, eines jeden Kindes, und über die Deutschkenntnisse genauso nicht. Auch nicht über jene der Familie. Das war uns von Anfang an klar. Unser Kindergartenangebot muss allen Kindern gerecht werden. Es ist für ein Kind aus einer deutschsprachigen Familie diskriminierend und benachteiligend, wenn es einer Gruppe zugeteilt wird, in der 3/4 kein Wort Deutsch verstehen. So etwas darf es nicht mehr geben, denn unter solchen Bedingungen werden diese Kinder nicht bedürfnisgerecht gefördert. Niemand wird ihnen etwa ein Märchen vorlesen, wenn die Mehrheit der Gruppe nicht einmal die einfachsten Wörter der deutschen Sprache versteht. Bei einer zentralen Anmeldung sollte deshalb vorgeschrieben werden, dass das Kind mitgebracht wird, damit man durch einfache Fragen an das Kind, zum Beispiel, wie heißt du oder freust du dich auf den Kindergarten, dass man dort feststellen kann, ob das Kind sich schon auf Deutsch verständigen kann oder ob es bei Null oder fast Null startet. Landesrat Achammer hat im Juli letzten Jahres angekündigt, dass diese Probleme, die es in Bozen, aber auch in Meran oder Leifers und den städtischen Zentren gibt, dass diese Probleme gelöst werden. Bis heute ist nichts passiert. Herr Landesrat, wir fordern Sie auf, lassen Sie Ihren Worten endlich auch Taten folgen.